Willkommen am nächsten Tag unseres Abenteuerstag. Wir fahren heute nach Matmata to Star Wars Location. Ab in die Wüste. Genau. Wir werden Wüste sehen. Genau. Und Filmkulisse von Star Wars mit diesen Höhlen, die dort gebaut wurden. Also du weißt, es gibt noch Höhlenbewohner dort, ne? Gibt es tatsächlich immer noch? Ja, habe ich gelesen, dass es noch Leute gibt, die dort in den Höhlen leben. Aber wir werden uns wahrscheinlich diese touristischen Geschichten anschauen dürfen. Nochmal die Navigation eingeben, weil er möchte mir eine Patisserie Matmata vorschlagen. Natürlich. Das ist die Karte. Genau, das ist ganze Tunesien. Hier man sieht, wir sind hier. Ganz Norden passt in die Mitte, ne? Mhm. Und Matmata ist hier Süden. Bei Djerba, ne? Bei der Insel. Bei Djerba, ne? Ja. Und wir wollen von Matmata über Dus und hin zur algerischen Grenze. Ich kann das gerade nicht sehen, weil das wird die Grenze sein, ne? Hier ist Dus und da ist Tuzer. Mhm. Da wollen wir schlafen und am nächsten Tag tanzen. Wartet, die Route ist 338 Kilometer. Das ist gar nichts. 4 Stunden. Und ich würde sagen, let's go. Starten wir. Let's go. Siehst du aber toll aus heute, muss ich das nochmal sagen. Dankeschön. Wir haben hier 2x5 Dinar für unsere Mautgebühren. Das dürfte reichen. Oh. Meine Lieben, wir fahren seit über 2 Stunden jetzt von Sousse. Wir haben beide gemerkt, dass die Landschaft hier langsam sich verändert. Ja. Das heißt, in Sousse, es war grüner, natürlich gestern Norden, wo wir waren in Tunis, es war am meisten grün. Ne? Da war es am meisten wirklich. Genau. Ja. Und in Sousse ist auch mittelmäßig. Jetzt sind wir ziemlich schon weit von Sousse Richtung Matmata. Es fängt an, meine Meinung, schon wüstig zu sehen. Und das könnt ihr euch gerne auch zeigen. Wir sind gerade runter von der Autobahn mit Christiane. Wir haben wieder die große Strecke bezahlt. Was war das? 6,60. Also 6 Dinare 60. Das sind 2 Euro. Für wie viel Kilometer? 300? Das ist richtig. Wir sind ewig gefahren. Wir sind ewig gefahren. Autobahnen sind klasse. Man richtig kann Gas geben. Ne? Ja, man darf zwar nur 110 fahren, aber das reicht auch total. Jetzt gerade von Autobahn runter. Wie der Sand in der Luft wirbelt. Ja, man sieht das. Aber wie, ne? Ja. Man sieht nichts. Man kann nicht weit gucken und man sieht, dass es kein Nebel ist, wie Feuchtigkeit, sondern eindeutig Sand, ne? Genau. Mhm. Und wir sind nicht so weit von die Wüste schon, ne? Nee. Was schätzt du? Also wir fahren jetzt noch die Stunde bis Matmata und mal gucken, wann das anfängt, dass wir das erkennen, dass das wüstig wird. Genau. Ja. Es hat sich schon deutlich alles verändert, die ganze Landschaft. Landschaft, ja. Es ist noch trockener, noch und
Was ist uns aufgefallen? Die Hitze. Oh mein Gott. Mein Gott, wir haben vorhin einmal kurz die Arme aus dem Fenster gehalten. Es fühlt sich an wie im Backofen. Im Backofen, genau. Ja. Es fühlt sich das, was ich damals in Ägypten im Sommer gefühlt habe. Du gehst raus von deinem Zimmer und du hast Gesicht, jemand mit Füllen auf der, mit einem heißen Füll auf dein Gesicht. Ja. Und ganze Zeit so. So fühlt sich das an. Wir fahren gerade mit Klima. Wir haben Fenster zugemacht mit Klima. Es nicht auszuhalten. Naja, es ist schön, aber schön, ne? Genau. Das so ein bisschen, aber ich glaube, wir haben hier schon fast 40 Grad, oder? Es ist schon 40 Grad, aber ich beim Stehen, ich habe das Gefühl, ich bin beim Frittieren gerade, oder? Ja, absolut. Das ist ja unglaublich. Ja, mindestens Wäschetrockner. Ich habe das gerade gesehen. Wir sind kurz nach draußen rausgekommen und wir sind kurz vor Ziel von Matmata. Erzähl mal deine Erfahrung. Also es war so heiß, als wenn der Wind auch von einem heißen Föhn geföhnt wurde. Ne? Noch nicht ganz oberste Stufe, aber es war schon ganz schön heiß. Ne? Und genau, und Christiane, guck gerade die Temperatur aktuell. 37 Grad, windig. Und heute werden es noch 39, das werden wir wahrscheinlich noch erleben. 39, da wo wir in Sus haben, wie wir? Was hatten wir? 26? 26. 28. Das doppelt. So, wir sind hier mit Christiane auf dem Weg zu Matmata. Kurz angehalten, weil wir natürlich uns ist aufmerksamer geworden, dass die Busse hier anhalten. Und das sind Busse mit Touristen. Ja, ne? Wahrscheinlich ist hier irgendwas Touristisches. Vielleicht so ein bisschen Höhlengeschichten. Doch, das sind diese Höhlen, was ich dir gesagt habe. Das sind die, wo die Berberer wohnen, ne? Ja. Wir wollen uns das hier anschauen, weil hier Busse, Touristenbusse dort anhalten. Wir kommen hier rum. Ist es okay, dass wir hier reingehen oder nicht? Ist das von Einheimischen jetzt extra gemacht oder? Ich glaube, es ist, ja, ich glaube schon. Für mich sieht das aus wie alten Berber. Also die Frau ist da. Oh, pass auf. Kamin. Oui. Entrée. Oh. What is this? You speak English? Pas beaucoup. Je parle peu français. Yes. What is this, Berber? Oui. Berber, yeah? Yes. Can I have a look, yeah? Yes, yes. Thank you. Thank yes, you. Of course. Okay. The Schatz, house, it is... C'est la maison. Yes, oui, yes, c'est la maison. And what's this? Kitchen? Non, c'est pas le... C'est le workshop. Workshop. Okay, workshop. Come on. Can we look at it? Oui. Was für Höhle. Wow, und kalt hier oder kühl, nicht sehr kalt. Kühl. Sehr schön. Wow. Wow. Schön kühl. Deswegen machen die, da haben die das gemacht, ne? Mhm. Alles. Das sind die alten Höhlen. Ja. Das ist bei Oui. Oh. Upsala. Merci. Oh, nice and cold. Yeah, nice. Oh, c'est froid. Oui. Par rapport à l'extérieur, oui, c'est frais à l'intérieur. Ah, paf. Ah. Schön. Really nice. Eh? Mm-hmm. Das ist original, original, oui. Papa, ja? Ja. Mhm. Wo sie ist wahrscheinlich, oder? Hier. Mhm. Hier kann man Shisha rauchen.
vierköpfige Alpen übernachten. Was sagst du? Würdest du übernachten hier? Vielleicht, ja. Interessant. Aber deutlich kühler, oder? Ja, ja, hier kann man es aushalten. Hier ist kein Wind und keine Sonne. Stube. Einmal herein. Auch Fernseher, guck mal. Die Kinderecke. Die Salon. Zweckfehl. Ah, oui. Okay. 1703. C'est mes enfants. Il revient de l'école. Hallo. Hallo. Die kommen aus der Schule, ihre Kinder. You live here? No. You speak English? English? 1703 habe ich verstanden. Die wohnen hier. You live here? Yes. Yes. It is a door of a room of children. Aha. Aha. Oui. A room of parents. A salon. A kitchen. A guest room. Okay. Oh, I have to see it. Oh. Our life, it is my life. Real life? Yes. Yes. Okay, yes. Okay. Oui. Merci. Was, das ist echt. Was ist die Dankeschön? Aha, aha. It is a room of parents. It is a room of traditional clothes. Aha, aha. Yeah. Traditional tradition. Berber. 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 Die Couleur. Aha, aha, okay, okay. Die Farben. Dieses. Nice. Das ist echt. Wow, Wahnsinn. Interessant. Okay, thank you. Merci, merci, merci. What's this? Ah, you can go up there. Yes. Halba, ja, yeah. No? No? Ja? Yeah. Ja? Yeah. Okay. Oh mein Gott, eine Hülle. Komm runter. Wo sind die Dinger? Kühl mal, ich sag dir wo. Hier? Ja. Rechts? Ja. Ja. Perfekt. Genau. Ui, ui. Das muss echt mal sehen. Wow, schön, ne? Kitchen. Oh. Kitchen. Nice. Kitchen. Aber cool. Oh, it looks good. Très bien. Really nice. Yeah. Everything. You make the food for your children here. Yes. Really nice. And the water? L'eau? Water. On a le robinet d'eau à l'extérieur. Il y a le réservoir d'eau de pluie. Les puits. Les puits? Oui. Lorsque la pluie tombe, on fait comme réservoir d'eau. L'eau de pluie va passer et qui reste avec nous toute l'année. Ich glaube, ich habe das also so eine Art Bassin. Ja. Bassin? Oui, c'est comme ça. Oui. So ein, wie so ein Reservoir an. Oui. Und Elektrizität noch? Ne? Oui, il y a Elektrizität. Ja, ja, ja. Oui, hier. Ja. Ist okay. Oui, okay, ich klar, siehst du doch hier. Really? Ja. Was für ein Leben, wo man komm mal her, Schatz. Sein Leben zeigt, ne? Okay. Wie findest du das? Ein echter wahres Leben, ne? Ja, was man so braucht, ne? Ein Junge und ein Mädchen zusammen. Ich dachte, das ist alles nachgestellt. Du? Ja, vielleicht ist es das auch. Nein, die leben hier. Ja, aber sie leben davon. Ja, sieben, was sind wir hier? Das mehr habe ich nicht.
What's this? Comment dire? En arabe, on dit ça, psisa. Arabic, psisa. 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 Psisa, oui, vous pouvez goûter. Mid bread. Oui. Mid bread. Uh-huh. Okay. Avec la cuillère. Deine Erfahrung? Ja. Ich bin noch geflasht. Ja. Wahnsinn. Schön. Gut, dass wir angehalten haben. Einmal sehr gucken. Schön. Ich will das auch mal sehen. Aha. Wie alt ist das Ganze? Von 1703 habe ich jetzt verstanden. So. Sie hatte mir das gesagt. Okay. Traditionell Babel. Oui. Ja, okay. Berber food. Okay. Mm-hmm. Can you show us how to eat? Yes. And this is tea. Tea. Green tea. Mm-hmm. Green tea. Okay. Mm-hmm. Okay. Schön. Sieht aus wie Kaffee, ja? It's oil. Mm-hmm. Oil, yeah. Mm-hmm. Olive. 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 Aha, olive. Aha. Okay. Mm-hmm. Pain. Brot, ne? Brot Pain. Mhm, mhm. Oh. Hot. Sehr schön. Okay, probier es, Schatz. Probier, wa? Probier. Salto. Oh, Minze. Ah. Mint, ne? Mint. Mm. Yes. Mint. Oui. Mhm. Sentir. Oh, oui. Pfeffer, Mensch, also für Minze. Stark geht dir aber gut. Stark? Stark. Ist gut? Strong. Ui. Strong. Ui. Ui. Ist gut. Hier mit dem Brot in Oliven. Aha. Mhm. Ah, Brot ist 1A. Lecker. 1A. Mm. Oh, hi. I can, it's hot. Lass uns probieren. Ein Stück. And this, yeah? And this you have to do it like this? Oui. Yeah? Like this? No, no. So. Hmm? 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 Ingwer? No Ingwer. Du blé. Cereal. Cerealien sind... Probier mal. Worauf steckt das? Sesam? Sesam? Oui. Sesam. Mm, mm. Cool. Gut. Mm. Sie Französisch sprechen? Zu Hause. Welche Sprache sprechen? À la maison. Oui. Tu parles arabique ou français? Arabe. 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 En famille, on parle berbère. Mm-hmm. Ah. Berbère. Mm-hmm. C'est le... Berber ist ja nochmal eine andere Sprache, ne? Le petit finet. Oh, bin das hier? Alphabet, ne? Alphabet. Mhm. Alphabet berber. Oh, mhm. Anders, ne? Als mhm. Arabic, look. Guck mal. Mhm. Hast du das direkt probiert? Sehr stark. Mhm. Strong. Very strong. Very strong. Weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist gut. Power. Thank you.
man kann die Babys füttern, das meint er. Die Babykamele kann man füttern. Stopp. Oh, hello. Okay, ich bin rutschig. No. No, thank you, sir. Lass uns mal nach oben gehen. Hast du einen Ausblick, ne? Wow. Brennt deine Körper? Like? An meinem Rücken brennt wie verrückt. Und da schafft der Wind auch nicht mehr wegzupusten. Oh Gott, apropos Wind, ich glaube, die Haare haben ein bisschen gelitten. Oh. Oh. Man sieht ordentlich hier, ne, von oben, oder, Christiane? Was für ein Ausblick, ha? Guck mal. Das ist der Anfang von Sahara, ne? Oh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube schon. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, diese Weite, ne? Du kannst das. Wie soll ich Fotos machen, Schatz? Kamera, yes, ich bin da, im Matmata. Wo bist du? In die Berge. Ja. Es hat was, ne? Es hat total was. Ganz andere Welt, oder? Ja, ja. Das ist echt ein bisschen Mondlandschaft, aber auch Wüste, dieser wahnsinnige Wind, das ist der stark, ne? Der ist so stark. Das ist der Hund. Gehen wir runter hier? Ja. Oh mein Gott, wie brennt hier, wenn du kein Wind ist. Wahnsinn, ne? Ja. Will essen, ne? Ja. Hast du Schlüssel? Hab ich in der Hand. Oh, das hat nicht knack gemacht. Jetzt hat es knack gemacht. Ich war wieder gebraten. Da wo kein Wind ist, oh mein Gott. Oh Gott, ja. Hältst du das nicht aus, oder? Wahnsinn, oder? Can you help me out to tell me where is the Star Wars location? Yes, based from George Lucas, Star Wars film, and the Berber house on the ground, and the Berber museum is called for picture, for photo, very nice. Where is it? Yeah, you have one car, let's go. It's on the desert, right? No, no, three places. Three places? Three places. Busan, and desert. 100 kilometer from here. Mm-hmm. Matmata is here. Mm-hmm. And Tatawin 120 kilometer from here. Three places. Mm-hmm. But no desert? But no desert here? No, but the ground. Nur wo man. Okay. How far is it from here? Ja, guck in einer Haus noch Familie. Wir wollten gucken, wie gerichtet der Stern, eine kleine Pazier in Matmata. Das haben wir gemacht. Ein Haus geschaut. We did it. No, it's original house. Yes, we did it. No, später. Original house, 700, 800 Jahre ist in Matmata. Yes, we've seen it. Haben wir. No, we've seen it. We've seen there. House touristy. Das ist not original house. 20 Jahre, 20 years. Das haben Finnisch, old Finnisch, 700, 800 Jahre in Hülle. Eine kleine Musik, ein Krieg der Sterne, Star Wars. Where?
Aber was ist das, Star Wars? Ja, Star Wars, diese Filmszene, original. Ja, der original, ja. Wollen wir dahin? Ja, bring us there. How much money do you want to give you there? I give you the money. Just show us where it is. Ja, wir gucken mal weiter aus. In Gericht der Sterne, alles wissen. How much do you want? Es hält die Land zusammen. No, 40. Haus, Gericht der Sterne. Gericht der Sterne, Star Wars, in der Museum, alles inkluden. Wir haben jemanden gefunden. Der macht das mit uns Profil, Dina, das sind 15 Euro und laufen mit ihm zusammen. Ja, komm, vielleicht ist das völlig übertrieben, aber wir haben keine Lust mehr zu suchen, ne? Okay. Warte, ich muss mal einmal kurz meine Haare kämmen, ich sehe aus wie ein Wüstenfuchs. Maybe 20 Tage. Oh mein Gott. So, what are we going to first see? Old Matmata. Old. Okay, thank you. Very good. Very good. Es gab nicht mal ein Schild, wo muss man lang, ne? Nee. Ist ja ne. Man stand Matmata Village stand schon dran, aber naja. So ist das. They very hot. What is this? House. That's a house. Bever? Yeah. House. Matmata 700 house in Hill. And if you want here Berber people. And so viele Haies. In the Zimmer is cold. Klimatisiert natural. Oh. Ein Haus für 5 Familie bewohnt. And 69 so viele hingen. So viele kaputt. And the person you change a new house. Me and Summer come sleep and essen here. Animals, yes? Yeah, animals. Very nice. Chicken, yeah, food also. Kein Wunder, dass sie sich alle einhüllen in Gewänder. Müssen wir so viel klettern? Animals, they live there, eh? Yeah. Huh? Oops. Ay, ay, ay. There's Yara. Mm-hmm. In here. This is in Strasse, in house touristic. Mm-hmm. 20, 30 Yara. Awesome. Years. Not original house. This is original, yeah? All here original. Okay. Verstehe? Yes. Yeah. 700 Jahre alt. Here, no tourist. Yes. Private place. Also. Uh-huh. No tourist, private place. Mm-hmm. Just you come with one person from here, not problem. Mm-hmm. Me group bus, group so viel a tourist, group mm-hmm. no. Uh-huh. Just tourist gleich you, alone. Uh-huh. Yeah, okay. Yeah. No, no. In summer. And sieben. Ich habe verstanden. Wir wohnen hier in New House. In summer kann man schlafen, essen hier. Also, sieben Familien. Sieben Familien. Sieben Familien. Sieben Familien schlafen hier im Sommer, weil das in den Häusern zu heiß ist. Oh. Mhm. How do you go down? Wie gehst du nach unten? From here. Tunnel. Ah, Tunnel. Ja. Ah. Tunnel, ja. Tunnel from here. Du kommst hier. Ah, okay. Ah. Komm hier. Ja, ja. Ein Haus, ein Tunnel. Ja. Aha. Das ist ein Port und der Palm.
aus Palmenholz. Ja, voll, ja. Kann man so sagen, dass es Holz ist? Ja, ne? Oh. Hier bleiben wir. Oh. Schön. Okay, okay. Nice. Original. Oui, très joli. Touristique. Ach, ich glaub dir kein Wort. Aber okay, gut. Gutes Gefühl. Ah. Oh, nice. Nicht fallen. Schatzi, du bist in Star Wars. Star Wars? No. Yeah. Yes. No. No. Berber. Berber. Yeah. Okay. Okay. What is inspired by these Berber houses? Yes. Ja, hübsch. Hübsch ist vielleicht das falsche Wort, aber interessant. Oh mein Gott, hier ist so schön. Hier bleibe ich. Fridge, cool, nice. Das Haus hier. Yes. And what's this? Was ist das denn? Wir werden sehen. Hier ist von Palmen. Palmen? Olive, this ist von Animal. Ja, du Chicken. Ah, Chicken, hier, come in. Ah. Ne? Olivenbaum, Palme. Krass. Oh, schön. Und diese alten, ist das echt? Ja. Wahrscheinlich. Schön, beautiful. Sehr schön, ja. Ja. Das ist mein Arbeiterteppich. Aha. Das ist mal schön für den Fuß. Das ist mein Teppich. Das ist für Arbeit und Tapet. Mhm. Das ist Ketchup. Hallo, bonjour. Hallo. Das ist Foto, die macht man da. Mhm. Das ist Museum, für Cooking Museum. Mhm. You like visit? Tradition from village. Interessant, no every time you come, so you like. What do you think? What do you think? Interessant für Kuchen. Ja, einmal gucken. Mal gucken. Hier ist das? Yes. It's included, ja? Yeah? It's included, ja? Inklusiv, ja? This is for Hitler. No, kleine Geld, as you like. Bakshish for Madame, not Tarif. This is for 42. Ah, das ist 1942, ist yes. From Hitler, ja? Ja, vom Hitler-Zeit. Ja. Wir gucken Zimmer. Guck mal. Das sind die echte Patrone, ne? Ja. Echt, die Hülsen? Die Hülsen? American, French. Ja. Das ist French, not? Ja, die Szene. Ja, French. Bronze. Ja. Wir gucken Zimmer. Mhm. Ja. Wo? Also überall, ja? Okay, merci. Oh mein Gott, hier kann man das aushalten, oder? Die Wurzeln von den Pflanzen da. Siehst du das? Die hängen da noch so ein bisschen drin. Ist ja krass, ne? Oh mein Gott, hier kann man das echt aushalten. Ja, was meinst du, was hängt? Hier so. Von der Temperatur. Ne, ich meine, hier drinnen ist das halt genial, oder? Schön. Haben wir einen ausgelassen? Den wollen wir hier anfangen? Zimmer, ne? Ich gehe schlafen, Schatz. Hast du ein Foto von mir? Ich gehe ins Bett. Und so ein Wassertransportmittel einfüllt. Das war bestimmt. Ja.
Das ist bestimmt auch aus dem Tier gemacht, ne? Ich muss mal sowieso ein bisschen blättern, ne? Ach, immer, klar. Immer, wenn die davon leben, natürlich. Oh, das ist das, was wir vorhin hatten mit dem Schlafzimmer. Das Bett ist aus. Aus was? Weiß ich nicht, aus Wurzeln. Das ist. Schwer zu sagen, ne? Guck mal, was ist das denn? Das sind Palmen. Das ist ein Lattenrost. Lattenrost. Bestimmt gut für den Rücken. Und hier? Achso, das ist nur ein Vorhang. Naja, es wohnt ja keiner mehr wirklich hier, ne? Das ist aber schön, Herr Hocken, ne? Ja. Ganz gemütlich. Das ist hier Chilling Room. Das gefällt mir. Ja. Kannst du mir eine Worte machen, weißt du, ne? Ja. Finde ich cool. Okay, thank you. Das ist bei Film, direkt der Sterne. Ah oui. Okay, hi. Okay, thank you. Thank you. Merci, madame. Merci. Ah, schön hier, ne? Ja.